Junge, Alright, ich bin sehr what the gespannt. Auf fuck? geht's. Guck mal. Okay, warte, wir fliegen jetzt hier rum. Nee, ist Kamerafahrt. So, weiter geht es mit Tipps und Tricks für Situationen, in denen ihr auf euch alleine gestellt seid. Basics, Hier Verhaltensvorgaben lang. und ein paar mehr Spezialtipps. Schaut euch die einzelnen Segmente gut an. Sie könnten euch irgendwann mal eure Haut retten. So, Droppers und Crafting Tables. Hier könnt ihr Oh. rechts Oh. sehen, wie man am besten mit liegenden Items interagiert. Probiert das gerne einmal aus. Links Einfach könnt ihr rechts klicken. sehen, was ihr auf keinen Fall machen dürft. Unser Okay. Items vernichten. Sollte ein Story-Item zerstört werden, gibt es kein Weiterkommen mehr. Um Oh. spezielle Gegenstände zu craften, wurde global die Werkbank angepasst. Was Rechts seht ihr meinte? die wohl bekannteste Methode, etwas zu verstecken: durchsichtbare Wände. Ach so, er Aber redet hier drüber gerade. ich habe gehört, Ja. dass inzwischen auch Böden nicht mehr sicher sind. Wichtig ist, dass ihr zusammenarbeitet. So ist die Chance höher, erfolgreich zu sein. Das ist so geil. What the Ja. fuck? So, das war's mit dem Training für heute. Wir sehen uns dann wieder in Ja, war einer ein gutes Woche. Training, Ach Kevin. ja, wahrscheinlich ich in möchte einer euch gerne Woche, noch als wenn wir etwas eine von einem Woche Guru dafür geben. brauchen. Einen geteilten Glücksbringer. Verliert ihn bitte nicht. Oh, was ist das? Ich hab Young. Ich hab Yin. Young chill dude. Okay, Buddy, wo beenden wir das Tutorial? Ich glaube, dass wir hier durchgehen. Oh ja, hier rein. Und dann den Knopf drücken. Ich muss den Knopf drücken. Kannst du auch einen Knopf drücken an der Tür direkt? Warte mal. Ach so, ich muss links reingehen und du rechts, oder was? Ja, dann den Knopf. Naja, nee, komm mal hier rein. Mhm. Schau mal, ich habe hier einen Knopf. Hast du sowas auch auf deiner Seite? Nee. Bei mir Ich ist komme mal kurz aber bei dir rein. bei mir ist ein einzelner Raum. Hier ist nur ein Badezimmer. Das ist Walle, der duscht. Alright, dann Wollen wir nach unten oder nach oben gehen? Lass mal nach oben das ist erstmal. die Frage, ja. Begebt euch in euer Haus, um für den Urlaub im Miraculous Hotel vorzubereiten. Grünes Haus. Okay, dann müssen wir nach draußen, dann runter. Okay. Aber Okay, ja, hier geht's raus. ich kriege aber nicht so Urlaubsvibes, ne? Nee, same, Alter. Oh, da! Es ist sogar markiert, Bro! Oh. This is so sick! Okay. Ich bin müde, lass uns schlafen. Echt? Nee, eigentlich nicht. Ich gehe Schlafrhythmus. aktuell um 5 Uhr schlafen. Oh, guck mal, Kevin, ich glaube, du musst dahin, wo dein Name draufsteht. Nein, das ist nicht dein Name. Bastian! Erste Rätsel. Boah, guck mal, Okay, bin ich. läuft Bin bei ich. dir auch mein Stream? Nein? Wait, what? Aber mein Stream ist offline, also obvious. Junge, oha! Holy shit. Warum hast du so Riesenzimmer, Dicker? Du hast doch so Fernseher und Sessel. Ja, du. Oh, Kevin, ich glaube, ich schlafe schon. Ich glaube, ich bin im falschen Bett. Kevin, wo bist du? Bei wem schläfst du schon wieder? Am Okay. nächsten Morgen. Kevin? Oh Junge, wo Wir fahren wir sollten unser hin? Ziel gleich erreichen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ihr hin wollt, wenn man mal nach draußen schaut, aber ist ja eure Sache. Junge, nee, Alter. Junge, wer sind wir eigentlich, dass wir so weit vorne sitzen im Bus? So, da Ist wären so. wir. Viel Spaß euch noch bei diesem überhaupt nicht gruselig aussehenden Ort. Ich fahre dann mal wieder zurück. Ich übernachte hier nicht freiwillig. Okay, holy shit. Toxic. Wollen wir reingehen oder was? Ja, an sich schon. Ey, Junge, der Regen ist halt auch allein schon richtig krass, ne? Ja, wollen wir einfach hier Nein, reingehen? klingeln! Hier ist eine Klingel. Wo? Hier über dir. Oh, willkommen ihr Oh. beide. Ich habe schon auf euch gewartet. Kommt doch gerne rein. Aufgrund der Uhrzeit werde ich euch morgen erst die Mansion zeigen. Eure Zimmer sind übrigens oben. Ach ja, solltet ihr nachts irgendwelche Geräusche hören, verlasst nicht die Zimmer. Es könnte unerwünschte Folgen haben. Ich wünsche euch einen unvergesslichen Aufenthalt. Ey, wenn das der dritte Satz ist vom freaking Na? Rezeptionstypen. Du hörst merkwürdige Geräusche auf dem Gang und kannst deswegen nicht schlafen. Schau nach, was los ist. Das steht bei mir auch. Quest, finde einen Weg raus. Ey, Bro, hier ist ein Diamant. Kevin, bist. Basti, Basti, Basti. Ja. Ich habe einen Diamanten gefunden, okay? Und dann sind hier Crafting Recipes. Ja, warte mal, wenn ich jetzt einen Crafting Table hätte. Ich habe eine Taschenlampe mit 100% Akku. Ey, ich brauche eine Crafting Table. Ja, der Dropper. Also bei mir sieht er aus wie ein Dropper. Da kannst du craften. Also ich hätte einen Crafting Table. Bei mir ist einer. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht kann ich das irgendwie zu dir durchgeben. Oh. Und du musst es craften, weißt du? Bei mir ist eine zerbrochene Leiter. Warte mal, ist das vielleicht sowas wie ein Jump'n'Run hier? Ich glaube, ich kann hier einen Jump'n'Run gerade machen bei mir. Sieht dein Raum genauso aus wie meiner? Also ich habe das Bett und dann gegenüber vom Bett ist sozusagen eine Toilette. Dann ist. Also. Ja, gegenüber vom Bett. Ich weiß nicht, ob das eine Toilette ist bei mir. Aber hast du noch irgendwelche Items? Ich habe eine Taschenlampe und 15 Cobwebs. Und das Ding ist, ich habe hier in der Wand ein kleines Loch, was ich gerade sehe. Okay, wo ist das?
Oh, nee. Ich hab einen Schlüssel. Okay, sick. Guck mal an den kurzen Wänden bei dir, wenn der Raum genauso aufgebaut ist. Siehst du da auch mit einer, sag ich mal, mit einer Stair ein, sozusagen ein Loch, was sich ergibt? Ja, in der Scheibe. Nee. In der Scheibe, ist, du kannst auf den Balkon gehen? Nee, ich nicht. Dann haben wir verschiedene Räume. Okay, ich hab im Fenster ein Loch drin. Wahrscheinlich muss ich dir da den Dings durchschicken. Ich habe auch ein Stück Plastik bekommen. Aber kann ich mit dem Schlüssel jetzt hier aufschließen oder was? Ich meine, der Schlüssel ist doch das, was ich brauche, oder? Wo habe ich denn hier dieses Loch? Ich will jetzt nicht probieren, ob man da die Diamanten rauswerfen kann, weil, ne? Naja, das wäre nicht so geil. Rauswerfe, das wäre nicht so sick. Also, pass auf, ich sag dir kurz, was ich alles sehe, ja? Also, ich habe hier wie so eine Art Bücherregal. Ich habe Cobwebs gelootet und dann sehe ich hier auf meinem Tisch, da lag ein Diamant. Ja. Wenn ich den nehme, heißt der Diamantklinge. Aha. Und da steht mit einem Gegenstand sicherlich praktisch, steht, wenn ich drüber raffe. Und dann habe ich hier auf so ein Bild, das wie so ein Crafting-Table quasi gezeichnet. Mhm. Und dann habe ich... Ich habe halt auch ein Stück Plastik gefunden. Also ich weiß nicht, was man mit dem Stück Plastik noch so machen kann. Wow! Was ist? Mit etwas... Ich habe was gefunden, Basti! Ich könnte durch das Fenster lupen und dann an so ein Ding rangehen. Mit etwas Plastik lässt sich bestimmt ein Key machen. Ich habe das! Ich habe Plastik. Kevin, du bist hier rechts von mir, ne? Oh, ich habe hier... Hallo, guck mal! Ich kann's hier rübergeben! Wo? Guck mal, vorne links in der Ecke bei dir. Mach nochmal bitte nochmal die Taschenlampe an, so wie gerade. Ja, genau ja. So. Okay, ich leg dir alles rein, was ich habe, ja? Aber, du meintest, dass du so Crafting-Tables hast. Mit, so vorgegebenen Crafting-Rezepten. Das also, ich hab zwei Rezepte, pass auf. Ich habe einmal die zwei Diamanten, die müsstest du... Okay, pass auf, an 6 muss ein Diamant hin und 8. Mhm. Oh ja, ich habe einen Gurkenschneider. Das ist eine Diamantschere. Okay, nice. Soll ich den jetzt wirklich... Wozu brauchen wir einen Gurkenschneider? Weiß ich nicht. Und das zweite ist, auf 4, 5, 6 muss dieses weiße Zeug und auf 8 muss das Schwein. Was für weißes Zeug und was für ein Schwein? Na, du hast doch dieses weiße Pulver, diesen Farbstoff, das Plastik oder was das ist. Plastik, ja. Einmal habe ich das. Wir brauchen es dreimal. Okay. Okay, also ich kann mit dem Gurkenschneider kann ich jetzt Gurken zerschneiden. Ich weiß nicht, ob das hier eine Gurke bei mir ist. Gib mal rüber. Ja. Okay, ja, ich habe auch 2 Sea Pickles. Siehst du ein Crafting-Rezept damit? Ich habe einen Smoker, ja, also sowas wie so, wo wir was braten können oder so. Schneidet Gurken in viele. Ah, du hast einen Composter. Sorry, Metagaming, aber du hast einen Dings, da kannst du halt Seegurken reinmachen und dann kriegst du Bone Meal daraus. Ah, ja, Ah, das ist Plastik, ich krieg Plastik daraus. Oh, okay, sehr gut. Wir müssen noch eine Sea Pickle finden. Einen brauchen wir noch. Eine Sea Pickle brauchst du noch. Ja, weiß ich nicht, vielleicht kannst du mit dem Schlüssel was machen von mir, aber ich glaube, dass ich, also... Oh, Basti, sieh gut aus! Okay, was machst du gerade? Beschreib mir das, versuch mir irgendwas zu sagen. Oh mein Gott, okay, pass auf, ich bin oben auf so eine, wie so eine Bibliothek raufgegangen und da war in der Ecke eine Kiste, also ein Barrel, und da habe ich, habe ich 33 Cobwebs. Okay. Und ein Wüstenamulett, es fühlt sich rau an. Okay. Mehr war da nicht. Okay, ich habe auch versucht, alle Items in den Komposter zu machen, das geht nicht. Ich habe, okay, pass auf, was, die einzige Sache, die ich noch nicht gelootet habe, ja, ich habe hier 2 Kisten. Mhm. Ja. Oh mein Gott, Basti. Okay, ich habe hier 2 Kisten und ich kann die nicht looten, aber ja. Wenn du mir den Schlüssel gibst, kann ich sie looten. Oh mein Gott, ich habe meine eigene Taschenlampe jetzt, mehr Cobwebs und das letzte Plastik. Hey, Broski, ich gebe dir deine Taschenlampe zurück, ja? Ja, und dann gib mir mal das Plastik. Plastikstücke, genau. Und also sag mir mal, welche Zahlen, wo kommt was hin? 4, 5, 6 ist Plastik und 8 ist das Schwein. Okay, damit habe ich einen Schlüssel. Okay, haben wir jetzt beide einen quasi. Und ich bin mit meinem Schlüssel rausgekommen. So, dann gucken wir mal, Kevin. Finde einen Weg in den Keller, ist unsere Aufgabe. Ist auch cool gemacht, dass es da steht. Ja, finde ich auch. Wir können auch gucken, hier ist eine Treppe. Oh, guck mal hier, Kevin, hier ist ein Schlüssel, ein blauer Schlüssel, komm mal her. Hier. Okay. Guck mal, hier ist ein blauer Schlüssel, ich nehme den mal mit, ja? Ich nehme das hier mit. Oh, hier ist ein Crafting Recipe, Bossy. 2 Eisen. Braune Bricks. Das sind Eisen. Okay, 2 braune Bricks. So, was haben wir hier noch? Oh, guck mal hier. Hier ist eine Flasche drin im Komposter. Oder soll das vielleicht ein Mülleimer sein? Ja, perfekt. Ups, warte, ich hab was reingelegt. Oh. Hier, deine Lampe. Einfach nur Müll steht da. Ja, ah, der Müllsammler. Guck mal hier in die Ecke. Was ist hier noch so los? Hier ist ein Barrel. Nichts drin. Oh, guck mal hier. Guck mal, was hier ist. Ein Amulett. Ja, war das Sandamulett wieder? Dimensionsamulett. Es fühlt sich mächtig an. Oh, Basti, schau. Ja? Das ist halt irgendwas zu bedeuten hier, oder? Das ist eine Schaukel, Kevin. Oder halt ein Regal. Nee.
Okay, sollten wir uns merken. Hier steht B. B? Ich fange mit B an. Basti. Hier ist A für Andreas. Aber ich glaube, dass jetzt hier die Räume noch nicht so entscheidend sind. Eher sowas hier. Guck mal. Hier, oh, Kevin, was ist hier? Weiß ich nicht. Warte mal, hier liegt was. Ein ja? Stück Papier, ein Paper. Hier ist eine Leiter, Basti, oder? Ja. Guck mal, hier ist ein Buch. Hier, guck ein Buch raus. Hier, guck ein Buch raus, Kevin. Hier oben. Oh! Hast du's? Nee. Warte. Imagine, ich spiele den ganzen Tag Minecraft, Junge. Damit ich nicht schon wieder mich selbst ausschließe, schreibe ich jetzt diese Passwortliste. Aus Sicherheitsgründen natürlich verschlüsselt, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Haustür. Klang der Glocke. Was ist so ein Morsecode? Wir haben eine Glocke hier, aber ich glaube. Okay, warte. Das ist Haustür, dann gibt's Gartentür. Gartentür, Doppelpunkt, Lesen bringt Wissen. Manchmal noch einige Schlüssel. Untergeschoss 1. Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel. Untergeschoss 2. Meine Gäste beschweren sich immer über die ganzen Spinnenweben in ihren Zimmern. Wenn sie wüssten, warum ich sie nicht entferne. Okay, ich habe sie alle mitgenommen. Untergeschoss 3. Aus starkem Sicherheitsrisiko werde ich diesen Code nicht vermerken. Inhalt ist zu gefährlich. Okay. Junge, was ist da? What the fuck? Er meint aber, wir können halt mit der Glocke keinen Morsecode machen. Also, du kannst ja nur entweder einmal hauen oder nicht hauen. Ja, nee, das ist es nicht. Ein Basti. Vielleicht mit dem blauen Schlüssel? Oh, die Tür! Der Schlüssel ist weg! Ah, nee, ist nicht. Oh, doch! Doch, es hat sich geöffnet. Cobwebs? Noch mehr Cobwebs, ich nehme auch alle mit. Ich kletter mal hoch hier. Warte, hier ja. Hier ist ein Altar, Basti! Für die Amulette-Dinger. Warte, liest du das? Verschollene Kräfte. Die Kraft der fünf Elemente wurde aufgeteilt und in Amulette gesperrt. Zusammen könnten sie unvorstellbare Kräfte freischalten. Wasser dient auf Fluren als Wasserspender frisch und kalt. Natur lässt Blumen schneller wachsen und mehr aufblühen, als man denkt. Dimension in Bibliotheken oder einfachen Leseecken gerne verwendet, da es das Wissen aller Welten enthält. Feuer versteckt in der Nähe bereits heiße Öfen. Achtung, Brandgefahr. Wüste von einem Besucher gestohlen, nicht wieder aufgetaucht. Warte mal, was steht da? Also Dimension haben wir schon. Wir müssen die jetzt finden, ne? Feuer versteckt in der Nähe bereits. Was bedeutet bereits? Versteckt in der Nähe bereits heißer Öfen. Das heißt einfach bereits. Achtung, Brandgefahr. Das heißt, das Feueramulett ist einfach in der Nähe von einem aktivierten. Von einem Ofen, der an ist, quasi. Okay, dann lass mal hier unten nochmal schauen, Basti. Also, wir suchen sowas wie. Guck mal, es kann auch sein, dass wir das vielleicht erst später, ne? Es muss ja nicht sein, dass die genau die Reihenfolge ist. Ja, lass uns doch jetzt erstmal nochmal gucken, was uns die Amulette. Also, was die Amulette jetzt uns bringen. Mhm. Die wir jetzt halt haben. Aber guck mal, ich habe jetzt. Das blaue B habe ich mit einem blauen Schlüssel aufbekommen. Dann brauchen wir für das A einen roten Schlüssel. Guck mal, hier geht's auch noch weiter, Kevin. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Basti, wo bist du? Hier zwischen B und A. Hier ist ein grünes G. Hier können wir noch was lesen. Die Flora gefangen in lebenden Ge... Oh, Basti, ganz kurz, sorry, ich habe Stahl gefunden. Ja, wir brauchen zwei Stück für das Crafting-Rezept. Aber guck mal, lass mich mal ganz kurz lesen. Die Flora gefangen in lebenden Gefäßern, jedoch falsch eingesperrt in diesem Gebiet. Denn hoch steht die Sonne, tief biegt das Meer, die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Okay. Wow, das war mega laut. Warst du das? Ja, ich bin hier lang gelaufen und dann ist hier irgendwas zerschollen. Also zerhauen. Ist da Stahl drin, wenn du das nimmst? Ich glaube, hier ist einfach nur eine Vase. Das ist auch noch Blumenerde, dass die runtergefallen ist. Ja, vielleicht. Ja, aber Bruder, das ist doch kein Zufall. Hier ist doch irgendwas. Vielleicht sagt es uns, dass wir richtig. Bro, warte mal. Schau mal, hier ist so ein Essensraum. Mhm. Mit Essen. Ich meine, wir müssen immer noch einen Weg in den Keller finden, ne? Wollen ja. wir vielleicht den Schlüssel mal im Keller einfach ausprobieren? Aber ich meine, wo geht's denn in den Keller? Trotzdem. Ja, gut, ist die Frage, ne? Komm mal nochmal mit dem Schlüssel hierher, Bro. Nimm mal mit dem Schlüssel, weil ich könnte vorher mit dem Schlüssel die Kiste aufmachen. Schau mal, ob du mit dem Schlüssel diese Kisten hier aufmachen kannst. Nee, ne? Nee, also... Okay. Guck mal, aber hier zum Beispiel, das ist ja auch heiß. Hier ist ja Lava sozusagen. Nee, ich glaube, hier ist nichts, Bruder. Lass mal weitergehen. Ich meine, aber guck mal, nein, ganz kurz, hör mal zu. Weil Dimension in der Nähe von Bibliotheken oder halt von Leseecken sein soll. Und Feuer... In der Nähe von heißen Öfen. Ich meine, das sieht halt schon auch heiß aus. Deswegen habe ich jetzt nur gerade überlegt. Warte mal, meine Katze will sich gerade wieder... Oh! Ja, Was ist passiert? Ich habe einen Blumentopf wieder hier von der Trapdoor runter gemacht. Ich muss das mit allen machen. Ja. Ey, Kevin, du hast doch eine Flasche. Kannst du da Lava abzapfen?
Ich kann da was reinmachen, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was man machen soll. Ja, aber du siehst doch die Textur. Guck mal, lass es mal drin und guck dir die Textur an. Oh, das ist doch gewollt, oder? Sieht so aus, aber... Oh mein Gott, du, das ist safe gewollt. Ja, aber es kann auch sein, dass man das später braucht, weil es ist ein Brewing Stand und es ist einfach eine Flasche. Wenn es halt wirklich Müll sein soll... Ja. Ich nimm's mal mit. Jemand meint, dass ich in meiner Truhe was übersehen habe. Hier ist eine Lampe unter dem Tisch, aber ich weiß nicht, ob es Deko-Element ist. Willst du bei dir mal zurück hingehen? Vielleicht hast du wirklich bei dir irgendwie was übersehen. Okay. Ich weiß nicht, war das eine Etage höher, wo unser Zimmer... Ja, warte mal, Basti, was ist das hier? Wo? Hier waren wir noch nicht. Hier ist ein Ofen. Waren wir hier schon? Nein, warum? Lol. Ja, dann wird es hier in der Nähe sein. Hier muss hier das Feuer... Karotten. Hier ist Fleisch. Hier muss das Feueramulett sein. Ich habe Cobwebs. Machst trotzdem alles weg. Guck mal hier. Hier, Kevin. Hier ist... Guck mal, hier die Kiste. Da ist das zweite Stahl. Oh mein Gott, Potchamp. Ja. Wir müssen den Crafting Table suchen. Ja, lass noch weiter gucken. Ich geh mal hier hoch. Mhm. Oh, hier ist ein... Hier kommen wir mit dem Schlüssel hier. Basti, ich hab das Feueramulett gefunden. Es lag hier. Sehr stark. Ja, wir gehen in unsere Zimmer und da craften wir jetzt. Komm. Mhm, okay. Ich folge dir einfach. Warte, ich will nochmal hier gucken. Hier, guck mal, das Amulett, das Wasser. Hier, der Wasserspender. Nimm du's. Oh mein Gott, Pogchamp. Ich habe eine Wasser... Ich könnte hier eine Wasser... Bro! Ich habe eine Wasserflasche rausbekommen. Noch eine. Dann lass mal jetzt craften. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Drop mir mal rein. Ich glaube, es war so, ne? Ja, genau. Stahlschneider. Aber wo hatten wir die Möglichkeit, Stahl zu zerschneiden? Vor allem, ich kann es wahrscheinlich... Vielleicht Fenster, dachte ich jetzt. Fenster vielleicht? Ja gut, aber... Ob du hier ein Fenster durchschneiden kannst? Ja, mein Fenster ist ja kein Stahl, Kevin. Oder, Bro, ich weiß es. Kannst du dich daran erinnern, diesen Kühlschrank da oder was das war? Das war doch so... Ja, oh mein Gott! Wie so Metalltüren oder sowas. Aber wollen... Das war aber... Irgend so ein Wesen war dahinter, ne? Das weißt ja, genau, du schon. Ja, genau, da war irgendwas drin oder so. Ja, aber lass mich einfach frei. Aha. Alright, Kevin, ich lass ihn frei, ja? Oder was es auch immer ist. Ja. Okay, ich kann nichts damit machen. Okay, debated. Vielleicht müssen wir erstmal alle Amulette finden, Bro. Was ist denn das Amulett, was uns jetzt noch fehlt, Basti? Ich glaube, das, was mit der Leseecke zu tun hat, oder? Wasser hast du, Feuer hast du auch, das heißt... Erde fehlt uns noch, mit den Blumentöpfen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir Blumentöpfe runterwerfen müssen und in einem ist es drin. Oder es gab auch eine Gartentür, dass wir in den Garten müssen. Aber es war alles im Haus. Irgendwie würde es mich wundern, wenn jetzt das letzte im Garten wäre. Außerdem wissen wir nicht, wie wir in den Garten kommen. Komposter mit Bone Meal. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil, ne, aber... Ja, kannst du tryen, aber das habe ich eigentlich schon versucht. Nur vor allem, also ich hätte drei... Ich trinke mal die Wasserflasche. Ja. Okay, das bringt mir jetzt Glück für ein paar Minuten. Also ich hätte ein Bone Meal. Ich hatte noch drei Seegurken und die habe ich jetzt einfach mal zu Bomi gemacht. Kann aber sein, dass es falsch ist, aber. Ja, kann auch sein, das aber hier. Es ist so unverschämt dunkel. Ey, Basti, schau mal hier. Wo bist du? Ich hab den Weg gefunden zum Keller. Aber wo bist du? Zu. Guck mal hierher. Und dann guck mal hier links. Das ist der Kellereingang hier. Oh, safe, ne? Kevin, das muss hier sein. Ich seh's! Wo? Hier draußen, guck mal, da draußen liegt's. Ich hab's gefunden. Da liegt es, auf dem Bambus. Das heißt, wir brauchen den grünen Schlüssel fürs G. Oh. Ja, warte, Gartenschlüssel. Lesen bringt Wissen, manchmal auch einige Schlüssel. Lesen, hier lesen, lies das hier. Die Flora gefangen in lehmenden Gefäßen, jedoch falsch eingesperrt in diesem Gebiet. Denn ja, hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer. Die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Also wir müssen, wie wir schon gesagt haben, Töpfe. Das sind halt die Lehmtöpfe. Die müssen runterfallen und dann kommt der Schlüssel daraus. Lies es mal hier ganz kurz durch, den unteren Part, Kevin. Okay. Dort ist der Blumentopf. Tief liegt das Meer. Vielleicht ist es einfach ein Bild. Weißt du, weil wir hatten ja so ein paar Bilder, die wir gesehen hatten. Ach, hier ist das Bild. Ja, okay, und dann hier ist der Blumentopf, aber... Aber das ist doch das Bild. Hoch steht die Sonne, tief ist das Meer. Und was war das? Wo bist du gerade, Basti? Ja, genau das Bild beschreibt das Szenario. Was wird denn hier alles beschrieben? Wo siehst du da alles, was du da gesagt hast, was du gerade meintest? Also, wir haben, die Sonne steht hoch. Ja. Das Meer ist tief. Naja, es ist schwer zu sehen hier bei mir. Und die Wolken sind nicht mehr zu sehen. Ja, also finde ich jetzt schon eine krasse Interpretation, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Aber guck mal, hier ist ja echt eine weiße Blume und eine blaue. Was ist, genau, hier ist nämlich eine blaue Blume, die könnte für Wasser stehen.
Haben wir, warte mal, hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer, die Wolken nicht zu sehen. Hoch steht die Sonne. Wir brauchen oben eine, die gelb ist und unten eine, die blau ist. Und die weiß? Also hier ist die gelbe, hier ist die gelbe, hier ist die gelbe, hier ist die gelbe. Dann nimm die. Ja, Leute, und dann kannst du die... Und mach die hier rein, hier oben rein. Ja, und dann blau, hier ist das Meer und jetzt ist die weiße hier. Ja. Ich hab ihn. Oh. Ich hab ihn, ich hab ihn. Was hast du? Oh mein fucking God, let's go. Dann mach hier auf. Oh mein Gott. Good fucking job, bro. Hallo, das ist so animiert, das ist auf. Ja, 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 das habe ich. Das hast du vorher nicht gesehen? Nee, nee. Okay, wir haben alle, wir müssen jetzt zum Altar, würde ich sagen, Bro. Wir haben alle fünf davon. Wie können wir, also kann man damit interagieren? Hier unten sind halt auch diese Hopper. Dass wir die irgendwie da reinwerfen müssen. Oh ja, es ist die Reihenfolge. Okay. Ja, ist okay, Bro. Und Dimension. Nice. Boom, Master Amulett. Dieses Amulett strahlt eine unbeschreibliche Kraft aus, was es wohl kann. I don't know, Bro. Schnell zum Kühlschrank. Ich kann hier nothing dünen. Alright. Wollen wir vielleicht den Keller aufbrechen damit? Weil es eine ungeheuer Kraft hat. Brech ihn auf! Schaut euch mal im ganzen Raum genau um. Hier, wird uns gesagt. Gibt es vielleicht sowas wie einen Hopper, wo wir es reinwerfen müssen oder so? Guck mal, ob du irgendwo einen Knopf siehst oder irgendwas zu betätigen noch. Irgendwas Verstecktes muss hier sein. Vielleicht Decke irgendwo? Knopf auf den Bambusdingern. Ah ja, oh mein Gott, hier ist ein Knopf. Da ist er. Oh mein Gott, wir haben einen Schraubenzieher bekommen. Can break cauldron. In meinem Zimmer, in meinem Zimmer, in meinem Zimmer war ein Cauldron. Die Toilette. Okay, okay. Naja, komm, schraub mal, Junge. Komm mal ran hier. Kannst du uns den Notfalls auch geben, wenn es nicht das Richtige ist? Mal gucken. Wow! Kevin? Ciao. Warte, ich komme. Boah, Kevin. Ja. Bisschen eklig. Halt Luft an, halt Luft an. Ey, Bro, du musst dich abschneiden. Schnell, schnell, schnell. Warte, weg da, weg da. Den Stahlschneider, ja, wie, weg da. Was ist das denn? So, jetzt, jetzt, jetzt. Was hast denn du gegessen, Junge? Boah! Irgendwo okay. Sind wir jetzt in der Kanalisation? What the fuck? Ja. Yeah. Boah, das ist ein bisschen spooky hier, to be honest. Ich glaube, wir kommen aber jetzt hier so in den Keller. Ich glaube, das soll der Keller dann sein, ne? Wir müssen den Strom anschalten. Neue Quest. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht ein Knopf an der Wand ist oder so. Du kannst halt hier im Blackstone-Knopf richtig gut verstecken. Ja, also... Unter der Lampe beim Ofen. Leute, das ist die Textur von der Lampe. Aber, lol, du kannst da einen Jump'n'Run machen. Ja, aber wie? Von hier auf die Lampe jumpen? Ja. Oh mein Gott. Und dann? Aber von hier geht's nicht weiter. Doch, hier ist eine Ranke! Okay, okay, und dann von hier wo weiter? Warte. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Aber. Oben an der Decke? Nee. Ich glaube, jetzt. Jetzt, guck mal, da drüben sind da noch weitere Ranken. Warte mal, vielleicht jetzt von hier? Hier unten ist auch noch eine? Ja, ich glaube, du musst von dort jetzt auf das Ding hier springen, oder? Das ist zu random irgendwie. Naja, ich glaube, das kann gehen. Warte mal. Ah, pass auf, wir müssen hier, glaube ich, hier hoch. Und dann müssen wir hier, pass auf, hier müssen wir drauf laufen. Auf diesem, hier, schau, das hier. Ja, ich glaube, okay. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ich glaube, da kommst du noch nicht hin. Ja, hier, guck mal, hier kannst du drauf. Guck mal, so. Oh mein Gott, let's fucking go. Und jetzt kannst du hier, guck mal, hier ist die Tür, hier ist eine Tür, hier ist eine Tür. Ja, auf der anderen Seite auch. Ich glaube, dass wir jetzt hier, schau mal, hier waren jetzt noch Ranken. Ja, genau. Ich gehe mal an der Seite. Hier? Wahrscheinlich müssen wir den Knopf irgendwo in der Ecke finden jetzt hier. Ja, also entweder bin ich dumm oder hier ist nichts. Oder wir nehmen einfach den Knopf über der Tür. Werf mal nur durch, komm, geh mal unten. Du kannst. Was ist das? Du kannst hier nicht zurück.
Ja, ist nicht schlimm, ist dann, okay. Was ihr wollt. Achso. Die wird's nicht sein. Der Generator wird rebooted! Ich hab. Wow! Hier ist der Aufzug! Aufzug! Okay, finde einen Weg ins, in den Personalbereich. U2.